JunkTaster.com, it's episode 2479, and it's Phaser Angry Birds, and it's Yellow Bird, so this is a ananas pineapple licorice candy or something, 100% natural, alright, and it's new, so let's check it out together. Yep, here we go. So, it's loads of them. What happened here? So, somehow a different product got into this bag. Let's not care too much. Let's check out the licorice roll. Here we go. Okay, that is. I will cut it. So, I always cut stuff. Yeah, kind of resistant, but not too much. And here we go. So nice, very white, isn't it? Very white. And I will open another one for the tasting. And there are interesting odors in the air. Definitely pineapple. Yeah. So, yeah, it's a good product. It's not the best licorice roll they offer. I had previous ones. In the Hall of Fame, I had one which was so good, but intense flavors. Usually, I'm not a big licorice fan, but I like the Phaser products very much. Yep. Okay. Why is it now so hard to open? So, if you have tried this product, then let me know, and also let me know what's your favorite Phaser product. So here we go. And what do you think about Angry Birds merchandise? Probably nowadays they make more money with the merchandise than actually with the cell phone games. Let's also check out ingredients. Modified starch. What is this? Molasses. Right, so here are the nutrition facts. Carbohydrates, 80, sugar, 55. No fats, this is good. And yeah, some protein. So it's basically a nearly fat-free candy. And yeah. Thanks for watching. Next language. So, das ist jetzt Angry Birds Lakritz und zwar von Yellow Bird. Und der Yellow Bird ist die Geschmacksrichtung Ananas. Genau. Und wie man sehen kann, ist das Zeug ganz weiß. Und ja, sehr süß. Und ja, Phaser macht irgendwie die besten Lakritz-Produkte. Also eigentlich mag ich Lakritz nicht, aber bei denen knallt das immer. Es gibt sogar ein Hall of Fame Produkt. Das ist jetzt in Anführungsstrichen nur ein Win, geht schon. Genau. Ist natürlich Merchandise vom bekannten iPhone-Spiel. Hier steht es auch nochmal Rovio. Und ja, kann man schon essen. 55% Zucker, kaum Fett. Und so weiter. Was ist denn Melasse? Das ist interessant. Kommt natürlich. Da waren sie straight, die Phaser-Leute. Finde ich auch gut, dass die gesagt haben, wir lassen unser Merchandise in Finnland herstellen. Ist ja auch eine finnische Firma und nicht etwa in China oder so. Dadurch hat man dann halt auch Qualität. Ne? Kann man schon essen, das Zeug. Nur ein bisschen, was hier aufgefallen ist, manchmal gehen diese Tütchen schwer auf. Und was auch noch war, hier war so ein von so einem anderen Lakritz-Produkt
Es lag irgendwie, muss der Fabrik was schiefgegangen sein. Ist ja nicht so schlimm so, ne? Solange die Dinger hier alle sauber abgepackt sind, da habe ich schon schlimmere Sachen erlebt. Verpackungsfehler. Gut, ja, habt ihr das Zeug probiert? Habe ich jetzt gekauft in so einem Shop, World of Sweets. Auch ganz schön teuer, ist ja auch eine ziemlich große Tüte. Ja, wie schmeckt euch das? Oder sind euch die Merchandise-Produkte komplett suspekt? Würdet ihr sowas nie kaufen? Und ansonsten war es mit der Folge. Danke, dass ihr zugesehen habt.